Weh denen, die Böses gut und Gutes böse nennen, die aus Finsternis Licht und aus Licht Finsternis machen. Dieses Wort aus Jesaja 5 ist die Losung für den heutigen Tag. Es ist ein leidenschaftlicher Satz, mit dem der Prophet Jesaja uns hier aufrüttelt. Es ist ein leidenschaftlicher Satz gegen die moralische Verwirrung. Es ist normal, dass wir vom christlichen Glauben her in so manchen Kontroversen zu unterschiedlichen Ergebnissen kommen. Dann ist es wichtig, achtsam, hörbereit und respektvoll darüber zu streiten und sich nicht gegenseitig das Christsein abzusprechen. Aber es gibt eben auch das, was der Satz aus Jesaja meint, eine moralische Verwirrung, in der Religion missbraucht wird, um ganz anders motivierte Ziele zu legitimieren. Das ist für mich zum Beispiel der Fall, wenn Hass gegen andere Menschen wegen ihrer Nationalität, Religion oder Hautfarbe geschürt wird, wenn etwa unter Berufung auf das christliche Abendland gegen Geflüchtete, gegen Juden, gegen Muslime oder gegen Homosexuelle gehetzt wird. Dann hat das nichts mehr zu tun mit dem Glauben an Jesus Christus, der den Menschen nicht mit Hass und Vorurteilen begegnet ist, sondern mit einer Liebe, die sogar bei den Feinden keine Grenze fand. Um denen, die Böses gut und Gutes böse nennen, nicht auf den Leim zu gehen, hilft nur eines: auf Jesus Christus schauen und sich von ihm inspirieren lassen. Und widersprechen, wo sein Name für die Legitimierung von Menschenfeindlichkeit missbraucht wird. Wer wirklich auf Christus schaut, ist gegen solche moralische Verwirrung gefeit. Geht gesegnet und behütet in diesen Tag.